Hallo liebe Gartl- und Werkel-Fans, das ist ein weiterer Teil von der Videoserie, wie ich meine Heckenschere warte. Im heutigen Video geht es darum, wie ich die Starterschnur tausche. Wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. Bei meiner Heckenschere ist es so, ich habe da ein bisschen ein Provisorium zusammengebaut. Ich habe da einfach eine Backschnur hergenommen als Starterschnur. Natürlich ist die nicht so langlebig als wie echte Starterschnur und reißt alle bei mir an und das hat mich angezipft und deswegen werden wir das tauschen. Ich habe mir einfach eine echte Starterschnur besorgt, so 2 Meter ungefähr, die Hälfte werden wir brauchen, ungefähr. Und wenn ihr eine Starterschnur besorgt, dann schaut ihr einfach am besten in eurer Bedienungsanleitung vom Gerät nach, was für ein Durchmesser und wie viel das ihr braucht. Geht in den Fachhandel, die schneiden euch das runter und damit ist der Fall auch noch für sich erledigt. Wechseln und tauschen kennt ihr selber und wie das funktioniert, werden wir uns gleich anschauen. Ich habe da zum Beispiel 3 Schrauben, die sind zum Lösen, dann geht das Gehäuse runter. Bevor ihr das ganze Gehäuse übernehmt, braucht ihr allerdings, oder solltet ihr zumindest seine Handschuhe ziehen und eine Brille aufsetzen. Es kann sein, wenn ihr das übernehmt, dass die Feder rausfällt. Der ist relativ scharf und wenn euch der ins Auge geht oder wenn ihr den mit den Händen auffangt, dann kann schon mal das zu Verletzungen führen. Deswegen werden wir jetzt seine Handschuhe ziehen, Brille aufsetzen und dann sollte es auch noch für sich weitergehen. Und dann kann man das Gehäuse auch schon übernehmen. Das geht ganz einfach. Da sind dann die anderen Bauteile, die werden wir anders mal warten. Das ganze Teil schaut so aus. Da spült sich die ganze Gaudi an. Ihr seht, da ist schon relativ viel Abrieb drinnen von der Backschnur. Die Spule mit der Starterschnur befestigt mit einer Zentralschraube und dann wird das Ganze aufgewickelt. Und darunter befindet sich dann die Feder. So schaut mein Provisorium aus. Damit der Knoten zum Schluss nicht durch eine rutschen kann, habe ich das einfach einmal um den Griff herum geknotet. Als erster werden wir einfach einmal die alte Schnur entfernen. Es gibt da einen relativ starken Abrieb schon. Das ist einfach, weil der Durchmesser von der Schnur nicht passt. Das schneidet sich ins Gehäuse rein und das ist natürlich nicht gut. Die Schrauben ist zum Lösen an und für sich mit einem ganz normalen Kreuzschraubenzieher. Dann geht die Zentralschraube außer und dann kann man vorsichtig die Spule außerheben. Da seht ihr auch noch für sich jetzt die Feder drinnen, so sollte es ungefähr ausschauen. Tat es da nichts einmal drum, greift es der nicht aus, sonst fährt es euch aus und ihr könnt das neu aufwickeln und das ist recht mühsam normalerweise. Bei älteren Geräten geht es, bei neueren Geräten sind die relativ streng, das ist eine super Spielerei dann. Der Abrieb von der Schnur, den werden wir entfernen, das werden wir einfach ein bisschen ausblasen, vorsichtig. Wenn ihr so eine Schnur wechselt, dann merkt ihr euch, wie die Drehrichtung, wie die Wickelrichtung ist. So macht ihr es halt einfach dann wieder auf. In dem Fall geht meine so. Ihr darf die Starterschnur einfach abwickeln oder das defekte Teil entfernen. Dann gibt es so ein Loch durch die Spule durch, wo der Rest dann durchgeht, wo dahinter der Knoten ist, der das Ganze fixiert, sodass das nicht außer, zum Außerziehen ist. Den haben wir einfach außer und ziehen das restliche Schnirl weg und dann kann man auch schon die neige Schnur einfadeln. Ich messe jetzt einfach einmal die Stickel an. Das ist ein guter Meter, das passt, habe ich gut geschätzt. Ich habe da jetzt eine 3,5 mm Starterschnur, der ist fast einmal spurzdick. Ich brauche da 2,5-3er Schnur. Die erste Starterschnur, die ich gehabt habe, war leider ein bisschen zu stark im Durchmesser. Jetzt bin ich zum Fachhändler meines Vertrauens gefahren, habe dort quasi die dünnere Starterschnur gekauft. Das ist jetzt da um die 3 mm. Das sollte normalerweise reichen, so dass ich nur Material aufwickeln kann, dass ich dann genug Weg habe zum Ausziehen und zum Starten von dem Gerät. Wenn ihr so eine Starterschnur kauft oder abschneidet, dann ist es normalerweise so, dass die Enden ausgefranst sind. Der Mantel vor dem Seil steht einfach ein bisschen drüber, das geht ein bisschen auf. Ihr könnt das relativ einfach beheben, nehmt ein Feuerzeug auf kleiner Flamme und fahrt mit der Flamme da einfach ein bisschen drüber, so dass das aber nicht zum Brennen anfängt. Sonst ist die Gefahr, dass ihr euch mit dem flüssigen Plastik verletzt, indem euch das aufgetropft dann. Das heißt, da müsst ihr aufpassen, leicht drüber fahren, dann kann man das normalerweise relativ einfach in die Spule wieder zurück einführen. Beim Aufwickeln ist es jetzt so, ihr sucht euch die Spule, haltet so wie sie montiert war und wie die Aufwickelrichtung war, sucht euch das Führungsloch, das ist da in der Mitte drin, führt das Seil da durch und auf der Stelle, da hinten in dem Bereich, gehört dann der Knoten rein. Da ist ein Gegenhalt, das gehört da durchgeführt
Es gibt Spezialknoten für das, aber die einfachere Variante ist normalerweise die bessere. Ihr müsst schauen, dass der Knoten nicht zu stark und zu dick ist, dass ihr da hinten noch in die Mulde reinkommt mit dem Seil. Und das überschüssige Material, was da ist, schneiden wir einfach an, sodass mehr Platz vorhanden ist. Das restliche Stück Seil können wir abschneiden, dann das nochmal mit dem Feuerzeug ein bisschen korrigieren, dass das nicht ausfranst. Nochmal den Knoten da in das Loch reinpressen, das Seil einmal anziehen, dass das dann in die Führung reinfährt und dann kann man die Spule hernehmen und das Seil dementsprechend mit Zug aufwickeln. Ich mache so, dass ich die Spule voll mache und irgendwann habt ihr dann so einen Ausgangspunkt und da sollte das Seil ausleiten nachher zum Griff. Bevor wir die Spule mit der Schnur wieder montieren können, werden wir das Ganze einmal ausblasen. Für das fixieren wir die Feder mit einem Finger. Das ganze Innenteil ist jetzt da halbwegs sauber. Den Zapfen haben wir eingefettet und dann könnt ihr im Prinzip auch schon mit der Spule beginnen. Ihr nehmt einfach einmal das Reststück Schnur, sucht euch eine Öffnung und fahrt einmal mit der Schnur da durch. Und jetzt ist es so, da ist das Endstück der Feder drinnen und das Endstück der Feder gehört auf den Teil der Spule, im Unterteil der Spule eingehakt. Das ist ein bisschen eine Sucherei, aber normalerweise sollte das halbwegs gut funktionieren. Wenn die Spule eingehakt ist, kann man einmal probieren, ob das halbwegs funktioniert. Und da kann man auch schon die Fixierschrauben montieren. Wenn ihr das Ganze fixiert habt, kann man einen Zugtest machen. Zieht einfach das Seil einmal aus, bis aussteht und lasst das wieder zurück rein. Und wenn das sauber läuft, dann kann man den Griff montieren. Für die Montage von dem Zuggriff ist es jetzt so, ihr lasst ca. 10 cm Seil über das Gehäuse drüber stehen, führt das Seil durch den Griff durch und dann habt ihr ca. 5 bis 8 cm, je nachdem wie groß euer Griff ist, Seil zur Verfügung, dass ihr einen Knoten macht. Jetzt ist es bei den meisten Modellen so, dass das so ein gummiähnliches Material ist, der Griff. Und da sollte normalerweise so eine Metallführung drinnen sein, also eine Sperrführung, das den Knoten nicht durchrutschen lässt. Die habe ich allerdings verloren. Ihr könnt euch ganz normal helfen, indem ihr einfach eine Beilagscheibe nehmt, die im Prinzip zwischen Griff und Knoten montiert. Und dann kann der Knoten auch nicht mehr durchrutschen und das ist normalerweise fixiert. Der Zuggriff sollte normalerweise recht streng am Gehäuse anliegen. Für das nehmt ihr das Seil, tut es ein bisschen vorspannen, sodass ihr ca. 2 bis 3 cm Vorspannung habt und dann probiert ihr, wo der Knoten relativ streng am Griff aufliegt, sodass der Zuggriff ein bisschen unter Zug steht und dann sollte das passen normalerweise. Das überschüssige Seil, das ihr jetzt noch hinten habt, könnt ihr entweder abschneiden, mit dem Feuerzeug leicht verschmoren, so dass die Enden nicht ausfransen können, dann sollte das normalerweise fixiert sein. Die Funktionsprobe von dem Ganzen ist recht einfach. Zieht das Seil einfach ein paar Mal aus und ein. Wenn der Griff dann wieder am Gehäuse anliegt, wenn die Feder das Seil eingezogen hat, dann passt euch eine Einstellung. Wenn der Griff zum Wogeln anfängt oder ein bisschen Luft hat vom Gehäuse weg, dann setzt den Knoten einfach ein Stück weiter innen, dass das Seil mehr vorspannen und dann sollte es auch noch für sich passen. Das Ganze wird dann wieder aufs Gerät rückmontiert und dann könnt ihr auch noch für sich normal starten. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Beim nächsten Mal werden wir auf alle Fälle das Gerät äußerlich reinigen. Das sollte normalerweise reichen, damit das Ganze wieder funktioniert. Und es könnte sein, dass die Benzinschläuche zum Tauschen sind. Und wenn euch das interessiert, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dorthin, bleibt gesund. Pfiat.